Hey Leute, hier möchte ich euch jetzt einen neuen Guide zum Credit Farm machen. Also, der letzte ist schon eine ganze Weile her und es gibt eine Spielweise, die gab es auch damals schon, aber eine andere Spielweise war einfacher gewesen. Damals war man bei der Indoor-Karte im Index, hat sich einfach oben auf den Steg gestellt und konnte von da aus auf beiden Seiten die Gegner in Stücke reißen. Das hat man da in 4-5 Runden gemacht, ist raus und wieder rein und fertig. Da die Indoor-Card überarbeitet wurde und das Ganze nicht mehr ganz so angenehm geht, plus ich mir gedacht habe, komm, bleiben wir mal lieber in einer Mission drin, anstelle von immer raus und rein die richtige Karte suchen zu müssen, will ich euch jetzt die andere Möglichkeit zeigen, die sogar noch besser und effizienter geworden ist und die auch super angenehm mittlerweile zu spielen ist. Das Ganze spielt jetzt auf der Outdoor-Karte, also die, die im Freien ist, und im Endeffekt man spawnt, läuft zu den Gegnern, also ihr seht es nachher im Gameplay, und campt dieselbe Position. Die Octavia bleibt vorne stehen, die anderen stellen sich weiter nach hinten und die Gegner reißen sich durch Octavia selbst in Stücke. Am Anfang braucht man dann pro Runde so 3, 3,5, 4 Minuten und wenn man dann so bei Runde 9 ist, braucht man ungefähr 5 Minuten. Ungefähr. Plus minus, hängt auch immer davon ab, wie viel Glück man hat, ob man den richtigen Bild hat und. Aber im Endeffekt mache ich meine 9 Runden in ungefähr 48 Minuten. Wenn ihr eine Stunde drin bleibt, bekommt ihr John Broadman, aber ihr müsst halt wissen, die Spielweise, die ich euch jetzt zeige, ist meiner Meinung nach die angenehmste, nicht die effizienteste. Weil nach Runde 9, 10 und 11 habe ich schon ausprobiert. Eure Zeit steigt extrem an, die ihr pro Welle braucht. Wenn ihr eh die Stunde voll machen wollt, sage ich mal, ist es euch in Anführungszeichen egal, weil ihr wollt ja diese Zeit drin sein. Aber zum Beispiel, ich glaube, Runde 10 hat dann direkt schon mal 8 Minuten gedauert und Runde 11 hat dann über 12 Minuten gedauert gehabt. Wollte ich mal ausprobieren, war leider nicht so der Brüller mit meinem Setup, aber das Ganze kann man auch einfach umgehen, indem man eine Benji mitnimmt. Aber das Ganze ist halt deutlich stressiger zu spielen, also fürs ganze Team stressiger und von daher wollte ich euch einfach eine Spielweise zeigen, die sehr entspannt ist, die ihr über Stunden und Stunden und Stunden machen könnt und ihr seht hier, ich habe 100 Millionen Credits. Vor 2 Tagen hatte ich 30.000, ich habe 9 Stunden investiert und habe die 100 Millionen, was will man mehr? Natürlich, ohne Doppelt-Credit-Wochenende braucht man dann 20 Stunden, aber auch 20 Stunden für 100 Millionen Credits, naja, das ist, naja, ihr wisst, was ich euch sagen will. Gut, ich zeige euch jetzt, ich sage euch erstmal, welches Team ihr haben solltet, beziehungsweise welche beiden Frames gut gemoddet sein müssen und welche beiden Frames ihr noch mitnehmen solltet, beziehungsweise dann auch nur Alternativen für die anderen beiden. Und ja, fangen wir einfach mal an. Die Frames, die ihr dabei haben müsst, sind Octavia und sind Limbo. Octavia, damit sich die Gegner selbst töten. Limbo, damit die Gegner euch nicht töten können. Bei Octavia habe ich mittlerweile ein Bild gefunden, der mir sehr, sehr gut gefällt. Wo ist sie? Das ist dieser Bild hier. Damit haben wir eine schön große Reichweite, einen sehr, sehr schönen Damage-Multiplikator und ist alles drin. Was ich euch auch noch empfehlen würde, ist Arcana Antrieb und Arcana Nullfeld, damit ihr euch auch ohne Trinity über Wasser halten könnt. Aber es ist auch einfach sehr angenehm, weil ihr verliert eure Energie nicht, wenn man Magnetbrock durchkommt. Es gibt da einige Magnetbrocks und Arcana Antrieb triggert halt sehr, sehr oft, gerade wenn man es jetzt auf Rang 5 hat, kosten ja auch nichts mehr. Von daher ein sehr, sehr schönes Ding. Gut, ich muss jetzt hier nicht alles durchgehen, Spielweise sollte klar sein, wir werfen unseren Resonatorball, also unseren Schläger irgendwo hin, machen dann noch unseren Verstärker drauf, haben dann die doppelte Reichweite, das bedeutet anstelle von 19 Meter habe ich 38 Meter Reichweite und sobald ein Gegner einmal draufschlägt, fallen alle um. Also wirklich eine schöne Sache. Lasst euch jetzt nicht dadurch irritieren, dass ich hier oben noch ein extra Indexbild hatte, den habe ich auch einmal probiert, früher der funktioniert jetzt nicht mehr, mit einem 1er Multiplikator, da läuft gar nichts mehr. Also seitdem ätzende Projektion genervt wurde, kann man den anderen Bild vergessen. Was wichtig ist, in dem Gameplay-Video werdet ihr sehen, dass ich die EMP oder die Schild-Disruptor-Aura drin habe, also die die Schilde reduziert. Das war bei dem Versuch, also ich habe das aufgenommen, bei dem Versuch, bei dem ich das getestet habe. Mit ätzender Projektion bin ich so viel besser
Also macht auf keinen Fall Schildzerstörer rein, sondern ätzende Projektion. Schildzerstörer macht ihr nur rein, wenn ihr keine ätzende Projektion habt. Aber dann stelle ich euch die Frage, warum habt ihr keine ätzende Projektion? Kauft euch das Ding. Also ich glaube, 10 Platin, dann habt ihr's. Die Aura ist immer noch eine der besten überhaupt. Also ich würde sogar behaupten, mit der ätzenden mit der Schildzerstörer-Aura habe ich später, ich glaube so bei Welle 6, 7, mehr als 2 Minuten länger gebraucht, als wenn ich ätzende Projektion drin hatte. Also, ja. Dann der nächste Frame, den ihr dabei haben solltet, ist Limbo. Und da ist die interessante Sache, dass man nur 90-100% Reichweite haben sollte. Das bedeutet, mehr als 100% ist jetzt schlecht und weniger als 90% auch schlecht. Das heißt, ich habe mir jetzt extra dafür gerade eben noch ein Engstirnig auf Stufe 8 hochgezogen, damit bin ich dann bei 91% Reichweite. Aber ihr könnt auch halt, wie gesagt, bei 100 sein, ist auch kein Problem. Aber es sollte halt nicht zu groß und auch nicht zu klein sein, weil sonst werden die Gegner einfach zu weit weg auf Reichweite gehalten, beziehungsweise können unter Umständen auch zu nah rankommen. Aber, will ich auch schon mal gesagt haben, wenn eure Reichweite kleiner ist, ist es besser, als wenn sie zu groß ist. Also ich hatte einen dabei, der hat einen Limbo gelevelt, die Bubble war super, super klein, wir mussten richtig kuscheln, hat aber funktioniert. Und der Vorteil war, die Gegner sind so nah rangekommen, dass egal von welcher Seite die Gegner gekommen sind, sie immer in meine Octavia 1 Reichweite reingekommen sind und einfach umgefallen sind. Also kleiner kann man machen, wird aber wie gesagt stressig fürs Team. Größer sollte man vermeiden und Arcana-mäßig würde ich eigentlich auch das Magnet-Arcana mitnehmen, also Nullfeld. Das zweite Arcana sollte eigentlich relativ egal sein, aber ich denke mal, da würde ich dann auch ja, also wie gesagt, das zweite ist eigentlich egal. Ich würde vermutlich auch Antrieb reinmachen, aber ja. Die nächsten beiden Frames wären Trinity und Mesa. Mesa, damit man einzelne Ausreißer töten kann. Also ich sag mal, hinter uns steht ein Gegner in der Stasis drin, kommt nicht in die Reichweite von meiner 1, also von der Octavia 1. Dann schaltet Mesa den aus. Oder wenn sich mal die Gegner über die ganze Karte verstreuen, was seltenst mal passiert, dann muss die Mesa halt die Gegner suchen, ausschalten, die Indexpunkte aufsammeln, das ist ganz wichtig, und dann wieder zurückkommen. Und von daher ist es sehr angenehm, eine Mesa zu haben. Man kann drauf verzichten, aber wie bereits erwähnt, es ist einfach angenehm und deshalb würde ich es mitnehmen. Das ist ein stinknormaler Mesa-Bild, brauche ich euch jetzt nicht extra, ich kann es euch zeigen, aber wie gesagt, es ist mein ganz normaler Bild. Damit funktioniert das ohne Probleme, natürlich mit ätzender Projektion. Nullfeldantrieb und in die Regulatoren solltet ihr Gift reinmodden. Ich habe jetzt hier Korrosion drin, aber ihr solltet einfach Gift reinmachen. Bedeutet, anstelle von dem Mod macht ihr dann noch mehr Basisschaden rein, beziehungsweise den Doppelmod. Aber, ja, Moment, ich schau gerade. Dann könnte ich den... Ja, auf jeden Fall, dann würde ich vermutlich... Hier oben Magnumstärke reinmachen. Oder halt den Doppelmod. Müsste ich nachschauen, was besser ist, aber ihr könnt das hier selbst testen. Aber selbst mit Korrosionsschaden klappt das super. Die Gegner haben ja später auch Rüstung. Von daher könnt ihr eigentlich so machen, wie ihr Lust habt. Trinity ist auch ganz normaler Standardbild. Wobei ich habe da einen etwas neueren Bild mit relativ wenig Stärke. Aber naja, ihr seht's ja. Auch hier bei dem Frame würde ich vermutlich Antrieb und Magnet mitnehmen, weil, ich sag's mal so, die Trinity soll Energievampir auf die Gegner machen, damit das ganze Team Energie bekommt. Die Sache ist jetzt nur, Octavia tötet so gut die Gegner, dass es anstrengend ist für die Trinity, die Gegner zu bekommen. Ich sag mal, im Normalfall müsste die Trinity so einmal alle 2 Minuten vielleicht den Energievampir machen und durch Magnet kann sie halt eben verhindern, dass sie selbst keine Energie, also durch Nullfeld, kann sie verhindern, dass sie selbst gar keine Energie mehr hat und durch Antrieb muss sie selbst auch nur eine Energiekugel aufsammeln, damit sie auf einen Schlag wieder sehr viel Energie hat. Sagen wir, wenn sie zum Beispiel erst einen Segen durchknallen muss, weil das Team niedriges Leben hat und dann noch den Energievampir hinterher. Aber an sich... Wenn ihr Nullfeld drin habt, ist alles gut. Und als Aura natürlich auch ätzende Projektion. So, so viel dazu. Ich hab's schon gesagt, mein Bild
funktioniert gut. Ihr startet bei 3, 3,5 Minuten. Zum Schluss seid ihr so bei 5, maximal 6 Minuten. Und wenn ihr das Ganze jetzt mit einem noch weiterspielen wollt oder noch schneller machen wollt, könnt ihr halt überlegen, anstelle von Mesa zum Beispiel eine Benji mitzunehmen. Oder anstelle von Trinity eine Benji. Aber ihr müsst halt aufpassen, dass ihr die Energie gehandelt bekommt. Und es ist einfach eine sehr stressige Spielweise. Ich würde es euch nicht empfehlen. Spielt einfach so, wie ich es euch nachher zeige. Das ist wirklich super angenehm und einfach. Aber ihr könnt natürlich noch rumprobieren. Und in meinem Gameplay werdet ihr eine Sache sehen, die ich sehr, sehr oft mache. Und die habe ich wirklich absolut lieben gelernt. Nämlich, ich schieße mit meiner Blynx auf eine Energiekugel, bekomme auf einen Schlag 300 Energie. Warum? Naja, ich habe Energieschuss drin. Wenn ich mit der Waffe auf eine Energiekugel draufschieße, sammle ich schon mal die Energiekugel ein, bekomme 110% Bonusenergie, was bedeutet, ich wäre bei 105 Energie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zusätzlich kann dadurch auch noch mein arkaner Antrieb ausgelöst werden. Das heißt, irgendeine Sekundärwaffe mit diesem Mod drin, genial für Index. Also wenn ich es alleine spiele, mit Mesa reingehe und einfach nur Kills mache, habe ich immer den Mod dabei, weil ich muss überhaupt nicht mehr rumrennen. Und jetzt mit meiner Octavia-Spielweise, ihr seht, wie ich den Mod später benutze, kann ich euch nur empfehlen. Den gibt's bei Arbiters of Hexes für 30 von den Tokens da zu kaufen. Ist es absolut wert. Ja, gut, so viel eigentlich dazu. Noch ein paar allgemeine Sachen zum Spielablauf. Also ihr werdet gleich sehen, wir campen an der gleichen Position. Das Team stellt sich nach hinten auf die Brücke. Die Octavia bleibt relativ weit vorne stehen, wirft ihren Resonator und macht die Ulti an. Der Limbo hält seine Stasis mit der Ulti beide aktiv. Trinity sorgt dafür, dass hin und wieder mal ein bisschen Energie durchkommt. Mesa sammelt die Ausreißer ein. Jetzt wird's wichtig. Es kann passieren, dass die Gegner nicht mehr richtig spawnen. Wenn das passiert, sagt die Octavia dem Team Bescheid, weil die Octavia sieht ja die Damage-Zahlen, und dann wird erstmal kurz gewartet. Wenn nach 10 bis 20 Sekunden keine Gegner kommen, dann muss die Mesa anfangen, die Gegner zu suchen, die zu töten, die Indexmarken aufsammeln und schnell wieder zurück in den Rift kommen. Und das restliche Team bleibt einfach in der Position. Ihr wollt nicht rumlaufen, weil das zerstört euch den Spawn. Genauso geht nur eine einzige Person die Indexpunkte vorne aufsammeln. Das habe ich jetzt in dem Video gemacht, einfach damit man sieht, wie das geht. Und diese eine Person gibt die Punkte ab und kommt auch direkt wieder zurück zu dem Punkt, an dem gecampt wird. Das Ganze habe ich immer im Operator oder meistens im Operator gemacht, weil ich da nicht wirklich sterben kann. Und ein kleiner Trick wäre auch noch, mit dem Operator, wenn ihr abgegeben habt, danach einfach in die Schlucht reinzujumpen, damit ihr an der Position eures Frames wieder resettet werdet. Aber dann hatte ich schon das Problem gehabt, dass ich nicht direkt wieder zurück in den Operator konnte, von daher bin ich immer zu Fuß gegangen. Aber das ist relativ wichtig. Eine andere Sache, die ihr beachten solltet, ist, dass ihr versuchen solltet, 15 Punkte zu sammeln, damit ihr 8 Bonuspunkte bekommt. Damit seid ihr dann bei 23 Punkten, was die höchste Effizienz von, ich glaube, 53,3% hat. Wenn ihr jetzt aber, sagen wir zum Beispiel, 18 Punkte habt, dann versucht ihr noch 2 weitere Punkte einzusammeln, damit ihr auf die 20 kommt, weil dann habt ihr plus 10, das sind 50% auch noch gut. Aber, jetzt kommt das große Aber. Oft könnt ihr das überhaupt nicht beeinflussen. Die Gegner sammeln sich gegenseitig die Punkte ein. Also die sterben und dann sammeln die Gegner immer wieder weiter die Punkte ein. Was bedeutet, ihr seht da nur einen einzigen grünen Punkt. Ihr lauft drüber und auf einmal habt ihr 35 Indexpunkte aufgesammelt. Passiert einfach. Am Anfang ärgert ihr euch noch, weil eure Effizienz dadurch in den Keller rutscht. Zumindest was Punkte abgeben angeht. Aber ihr macht einfach so schnell und so viele Kills, es ist mehr oder minder egal. Wenn ihr es irgendwie versuchen könnt zu dosieren, dann versucht halt die 15 oder die 20 voll zu machen. Aber es wird euch so oft passieren, dass ihr 30, 40 Punkte habt. Ist einfach so. Also ihr dürft auch nicht vergessen, die Person, die rausläuft, muss sich beeilen. Wenn da vorne einer rumläuft, wird der Spawn zerstört. Was bedeutet, auch eure Effizienz geht runter. Im Endeffekt, ihr rusht einfach durch, sammelt schnell ein, schaut, dass ihr ungefähr die Punkte hinbekommt, die ich euch gerade gesagt habe, gebt ab und wiederholt das Ganze. Alles in allem wirklich super, super entspannt. Es gibt nicht viel, auf das man achten muss. Limbo Stasis, Limbo Ulti, Octavia 1, Octavia 4. Rest ist komplett optional.
Und gerade wenn man noch Zenurik dabei hat und so wie ich hier auch die Plinks mit dem Mod drin, wunderbar. Falls ihr euch jetzt gerade noch wundert, warum ich die Plinks gewählt habe, von den Sekundärwaffen ist es die einzige, die kein Launcher ist, nicht, also keinen Rückstoßmod braucht und keine Flugzeit hat, dazu noch sehr große Reichweite hat und ziemlich präzise ist. Das heißt, mit der Waffe kann ich über große Entfernung das Ganze aufsammeln. Ihr könnt das natürlich in jede andere Waffe auch reinmachen, die keinen AOE-Schaden hat. Plus ihr könnt es in die Sonicor machen. Aber das sind halt die Reichweite-Sache und alles. Also ich bevorzuge das hier. Gut, ich denke, ich habe jetzt eigentlich nichts vergessen. Von daher viel Spaß beim Gameplay. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Ihr könnt das gerne auch ohne Doppel-Credit-Wochenende machen. Mit ist es noch geiler. Aber ich habe halt auch selbst meine Zeit gebraucht, um diese ganzen Builds und Taktiken perfekt auszuarbeiten. Von daher, ich empfehle mich, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachmachen. Not a good day on the index for Neff and his brokers. Broker down! Market upset. Shocking turn of events. Appropriate expression. Carnage. Points everywhere. Wonderful. Eyes on broker with many points. Risky move. Restrain enthusiasm for that capitalization. Got him. Right in the finances. Carnage. Points everywhere. Wonderful. Market upset. Brokers holding many points look like shiny bait. Points in the open. Shocking turn of events! Appropriate expression! All eyes on that market upset! Shocking turn of events! Appropriate expression! 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 Got him! Right in the finances! Got him! Right in the finances! The index is up! Broker down!
Shocking turn of events! Appropriate expression! All eyes on that market upset! Got him! Right in the finances! Shocking turn of events! Appropriate expression! Got him! Right in the finances! Got him! Right in the finances! More points in the vault! Bad day for Annual and his investors. Index points up for grabs! Shocking turn of events! Appropriate expression! Shocking turn of events! Appropriate expression! All eyes on that market upset! Brokers holding many points look like shiny bait! Got 'em! Right in the finances! Got him! Right in the finances! Points in the open! Shocking turn of events! Appropriate expression! Investors are eyeing those dropped points! That broker's carrying a lot of points! This is a risky transaction!